Dudes in Luminas, herzlich willkommen zurück. So, ihr seht's. Ich habe schon mal ein bisschen den Vorlauf gerade in der Pause laufen gelassen. Damit wir hier ein bisschen mehr Wissen haben und jetzt nicht mehr so lange warten müssen. So, wir haben. Also, es nervt mich gerade schon ein bisschen mit den Hausmeistern, ne? Und ich sehe jetzt auch keinen sinnvollen. Guck mal, die sind leer hier. Wir können hier ablagern. Ah, diese. Ah, okay. Sind kaputt. Und wenn der Müllcontainer kaputt ist, kann der lustige Hausmeister natürlich auch keinen Müll hinbringen. Oh Gott, bin ich blöd. Wenn das jetzt nicht schon so oft das Problem gewesen wäre, ne? Ist es halt auch lachhaft, dass wenn da nichts drin steht, erst das Ding dann komplett überarbeitet. Was ich gerade noch gesehen habe, hier die Betten gehen auch kaputt. Ist aber kein Problem, wir haben jetzt die super geilen Doppelbetten. Abfallschacht nicht im Bunker. Sind wir dran. Der ist auch geil, der liegt hier hinten in der Ecke und pennt. Und dabei haben wir hier noch ein ganzes Doppelbett frei. Aha. Türen knallen wir jetzt mal alle auf 10. Das bringt uns halt nichts, wenn alles intakt ist und die Türen sind kaputt. Dann kommen die durch die Tür nicht mehr zur Reparatur. So, wie viele Ingenieurs haben wir jetzt gerade? 3 Stück. Ja, das sollte auch wohl reichen, Leute. Wasser ist niedrig. Ah, das haben sie wahrscheinlich. Beim Wasser sind sie wirklich immer schnell, also das muss man sagen. So, hier wird jetzt fleißig demontiert, dann können wir hier jetzt direkt das nächste Hochbett hinbauen. Strom und kein Wasser, aber warum? Ding ist kaputt. Oh, so einen kleinen Fehler, den ich schon so oft gemacht habe, der bricht mir dann jetzt am Ende hier wieder das Genick. Kommt schon, Freunde, auf, reparieren jetzt. Da wird doch repariert. Hat's geklappt? Komm, bitte, 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 lass nicht die Babys sterben. Wow. Ich würde behaupten, enge Kiste. Und da wir jetzt schon wieder so viel Bevölkerung haben und die hier alle auf dem Boden liegen und schlafen, investieren wir dann jetzt gerade noch mal ein bisschen was hier. Nein. Okay. Das jetzt. Einwohner benötigen eine Dusche. So, in meinen Augen ist es ein Fehler. Hier sind 4 Duschkabinen. Da ist keine von besetzt und die Einwohner benötigen eine Dusche.
wir haben Nachwuchs. Das übliche Ziel. Wir brauchen mindestens 2 Wissenschaftler. Wir brauchen 2 Bauern. Wir brauchen Koch. So, dann machen wir den zum Koch. Machen wir den zum Koch. Nämlich, aber 4 Köche sind hier noch Hausmeister. So, Ingenieure haben wir jetzt 1, 2, 3. Hausmeister. Wir dann 3. Nee, können wir nicht machen. Jetzt habe ich mit den Forschungspunkten so viel investiert, damit wir Forscher und Köche und so kriegen. Und jetzt gehen uns hier langsam die Bauarbeiter aus. Das ist ja auch mies. Hausmeister können eigentlich immer sehr viele. Wobei wir haben, ja, so viele. Ich soll jetzt hier das Ding reparieren. Noch nicht. Wenn der Luftauffrischer da jetzt hier gebaut ist, dann sollte es jetzt hier vorangehen. Ich raff halt immer noch nicht, warum die Hausmeister immer noch nicht arbeiten. Der recycelt hier Müll ohne Ende. Okay, das Ding ist immer noch leer. Das ist so unnötig. Jetzt hat er hier die Stromleitung schon gezogen. So, Luft geht nach oben. Und ich würde behaupten, wenn die Luft jetzt nach oben geht, müssen wir nichts mehr bauen. Dann können wir uns jetzt hier noch einen Hausmeister geben. Jetzt haben wir 3 Hausmeister hier. Jetzt haben wir 4 Hausmeister. Und 4 Hausmeister werden es doch jetzt hier irgendwo auf die Kette kriegen. Wir gucken uns die jetzt mal an. Abfall verschmutzt den Bunker. Ja, dann mach deinen Job und räum den Abfall weg. Oh, macht er jetzt sogar. Die Laufwege sind halt irgendwie immer noch nicht nachvollziehbar. Wo läuft er jetzt hin? Das war jetzt aber auch falsch. Wobei die Krankenstation auf 10 okay. Das brauchen wir auf 5. Dass die Kühlschränke laufen, ist wichtig, sonst haben wir kein Essen. Dass die Mülldinger laufen, ist mir nur eine 6er Priorität. Okay, ich wollte jetzt eigentlich in der Folge hier runter in die nächste Ebene, aber ich glaube, das hier ist jetzt erstmal wichtiger, weil wenn das hier oben nicht läuft, brauchen wir unten gar nicht erst zu bauen. So, dass hier die beiden Hampelmänner laufen, das ist einen neuen Wert. Wenn die Hampelmänner laufen, laufen die Hampelmänner. So, das ist lebenserhaltend. Volle Kanne. Wasser ist lebenserhaltend, volle Kanne. Strom ist lebenserhaltend, volle Kanne. Wasser, volle Kanne. Embryos, volle Kanne. Embryos, volle Kanne. Strom, volle Kanne. Kühlschrank auch voll. Volle Kanne. Vollgas. 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 So, Küche ist 7 okay für mich. Fische ist 7 okay.
Und jetzt sollten wir eigentlich alles einmal angepackt. Theoretisch. Aha. Krankenstation des Lebens. Auf 10, die hatten wir ja. Und jetzt hier der ganze andere schon. Bye. Man müsste jetzt auch irgendwo gesammelt sagen können, ich will das Wasserleitung Priorität. Ne? So, warum ist hier hinten jetzt wieder kein Wasser? Wahrscheinlich, weil hier gerade wieder der Rohrbruch war. Genau. Da hinten knackt es halt die ganze Zeit. Wir bauen jetzt mal hier lustig noch drei Dinger, die kosten ja nichts. Weil hier in der Ecke war permanent jetzt was und der Brutapparat fällt dann aus. Hier ist jetzt wieder Strom aus, weil wahrscheinlich wieder ein Stromkabel kaputt ist. Ich tippe Raupen. Was ist denn jetzt hier das Problem? Abfall. Punkt. Wir machen jetzt hier mal das Experiment. Was kann Hausmeister sein? Hausmeister. Jetzt mal alles für einen kurzen Moment Hausmeister. Und dann gucken wir mal. Vielleicht kriegen die es ja jetzt mit 10 Mann hin, immer aufzuräumen. Willst du den Bunker verlassen? Nein, natürlich nicht. Also wir haben jetzt quasi das Spielziel schon erreicht. Aber ich will jetzt dahinter kommen, woran es liegt. So, wir haben jetzt, ihr habt es ja gesehen, wir haben jetzt so viele Hausmeister gesetzt. Außen halten den Bunker sauber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Hausmeister kriegen es nicht geschissen, diesen Bunker zu säubern. So, jetzt nochmal von hinten. Ich habe wieder gesagt, drei Forscher ist wichtig, damit die gesund bleiben und wir Forschungspunkte. Zwei Bauern ist wichtig, drei Köche ist wichtig, die Ingenieure sind mir wichtig, Hausmeister. Wieder beim Thema wären. Dann müssen wir von den Hausmeistern jetzt nur noch hier einen abdrücken oder zwei. Jetzt zwei, drei, vier Hausmeister. Woran kann es jetzt liegen, gottverdammte Axt? Die hier einfach nicht aufmachen. Aufräumen. Alle Türen offen. Wir haben noch 140 Kapazität an Müll. Kann es vielleicht sein, dass die Hausmeister den Müll in die Verbrennungsanlage bringen.
So, wir haben ja über 100 Kapazität. Wir demontieren jetzt einfach mal hier hinten die beiden Mülleimer. Und gucken dann mal dann. Vielleicht, da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Weil wenn die jetzt angenommen... So, der Hausmeister macht hier seinen Müll weg. Und müsste dann von da hinten... Wobei, wir haben ja noch keinerlei Ressourcen irgendwohin transportieren müssen. Tricky. Hausmeister. Jetzt wird hier hinten aufgeräumt, oder was? Ja, ganz was Neues. Das wird auch direkt aufgerafft. Vielleicht ist es auch zu dunkel hier in dem Raum und deshalb sehen die den Müll einfach nicht. Könnte ja auch sein, ne? Was halt auch total komisch ist, sie halten hier wirklich, sie halten jeden Bereich, bis auf das jetzt hier halt, das ist jetzt der Vorzeigeffekt, aber sie halten hier echt wirklich Ordnung, bis auf hier diesen Bereich. Ach so, weil die Babys geboren sind, dann freuen die sich und klatschen. Ja, ihr sollt nicht klatschen, ihr sollt hier Müll aufheben. Jetzt macht jeder seinen Job hier. Der Ingenieur macht hier schön seinen Ingenieursjob, der Bauarbeiter, und schließt hier alles an. Und nur diese Hausmeisterjungs, die haben keinen Bock. Und wir haben hier alles, die haben die schnellsten, dicksten Staubsauger, die es gibt. So, die stand da jetzt auf dem Müll drauf, anstatt dass sie den jetzt da nimmt und weg. Vielleicht ist denen der Weg zu weit. Wisst ihr, dass vielleicht jeder Raum einen Abfalleimer braucht? Aber das ist ja auch Käse.
ich mag das, wie gesagt. Es läuft einfach überall. Nur mit dem Müll nicht. Bei Forscher, bei Bauern, bei Köche, bei Ingenieure. Machen wir drei draus. Hausmess abstellen. So, jetzt haben wir, wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück haben wir jetzt. Wieder das Duschproblem. Sind alle Türen offen? Die Duschen sind alle nicht benutzt. Und die stehen noch nicht zu weit weg oder so, weil die benutzen sie ja. Ich kann doch nicht in jeden Raum eine Dusche stellen. Wir haben doch hier in der letzten Zeit mal gesehen, jetzt hier so ein Hausmeister. Aha. Nehmen wir uns jetzt. Ja, hier ist alles drin. Sag ihm, er soll Sport machen. Sag ihm, er soll eine Pause einlegen. Sag ihm, er soll duschen gehen. Nur sag ihm, er soll was arbeiten, gibt's halt einfach nicht. So, hier, der ist bestens drauf. Der ist voll fit, okay, der ist ein bisschen müde. Aha. Unsere Ingenieure sollten bald säubern. Falls der Müllcontainer freien Raum hat, eine große Anzahl an Abfall, kann die Stimmung der Einwohner verschlechtern. Aber ein Ingenieur ist doch nicht dafür da. Ein Ingenieur ist doch nicht dafür da, um jetzt hier den Müll wegzuholen. Das ist jetzt die letzte Hoffnung. Wir lassen es jetzt nochmal hier schnell durchlaufen. Das hat auch immer noch nichts drin, ne? Ich bin gerade ein bisschen genervt von dem Spiel. Es macht Höllenspaß und sowas nervt mich. Nee, also die Ingenieurstaktik war jetzt auch nicht die beste. Wissenschaftler, drei Bauern, drei Köche. Mehrere haben wir genug. Wir brauchen dann hier mal einen Bauarbeiter mehr. Der Hausmeister. Nachdenken.
Ich wüsste jetzt halt unheimlich gern, ob es ein Bug ist oder ob ich mich mal wieder einfach nur blöd anstelle. Weil hier der Haufen, der liegt seit 2 Folgen, liegt der da hinten. Und hier hinten ist halt nicht. Hier rennen auch Menschen rum und kotzen auf den Boden. Mystisch. Aber nun gut. Ich werde mir nun Gedanken machen, wann es liegen könnte mit den Haufen. Vielleicht komme ich hier auf den Schluss. Vielleicht ist es auch nur ein Bug und wenn wir das Spiel das nächste Mal neu gestartet haben, klappt es, weil Hausmeister sind gesetzt und es klappt überall, nur nicht dort. Wir werden eine Lösung finden. So, wir sind leider schon wieder am Ende angekommen. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wem es gefallen hat, Däumchen nach oben. Nächste Folge, gleiche Zeit, morgiger Tag. Haut rein!